Laut dem Bayerischen Rundfunk sind meine Videos also eine Gefahr für die Gesellschaft und schüren unnötige Ängste, weil sie eben verschwörungsideologischen Content haben oder zumindest in die Richtung von Verschwörungstheorien und so weiter gehen. Dazu möchte ich heute mal ganz konkret inhaltsbezogen Stellung beziehen und dann am Ende dieses Videos zeigen, was meiner Meinung nach tatsächlich eine Gefahr für die Gesellschaft ist. Aber gehen wir jetzt erstmal Schritt für Schritt diese E-Mail durch, die mich am 28. Februar erreicht hat, eine Presseanfrage vom Bayerischen Rundfunk. Ich solle doch bitte Stellung beziehen. Und ich hatte ganze, ja, nicht mal einen Tag Zeit, um hier darauf zu antworten. Also unten sieht man, wir bitten Sie um Rückmeldung bis spätestens Mittwoch, den 1.3. um 17 Uhr. Und am 28.2. nachmittags habe ich diese E-Mail bekommen. Daran kann man übrigens auch immer direkt die Seriosität von Presseanfragen erkennen. Ich habe damit schon in meiner Vergangenheit viel Erfahrung gesammelt. Ich war nämlich schon öfters in der Presse, egal ob in der Süddeutschen Zeitung, zum Beispiel Finanztipps aus dem Wohnzimmer, egal ob im Business Insider, egal ob beim Focus. Und ich war immer mal wieder so sehr freundlich, neutral in der Presse, aber ich war auch sehr oft schon kritisch in der Presse. Und ich habe überhaupt nichts gegen kritische Presse und so über mich. Im Gegenteil, ich finde das immer sehr gut, vor allem wenn sie inhaltsbezogen ist. Aber ich habe auch schon sehr häufig in den E-Mails und so weiter erkannt, dass es halt manchen Leuten darum geht, einen interessanten Diskurs zu führen, also einen Erkenntnisgewinn zu haben. Und ich kenne auch Presseanfragen sehr gut, wo es einfach nur darum geht, selber behaupten zu können, hey, wir haben ja dem jeweiligen, ja, über den wir berichten, Möglichkeit gegeben, Stellung zu beziehen, aber er hat ja leider nicht geantwortet. Daran sieht man ja, dass von seiner Seite aus kein Diskurs zustande kommen soll und so weiter. Von daher, bevor wir mit der E-Mail jetzt losgehen, ein Vorschlag. Wir können ja zusammen einfach mal bei Hart aber fair, ja, da haben Sie ja bestimmt die entsprechenden Kontakte vom Bayerischen Rundfunk aus, direkt zu Louis Klamroth und so weiter. Wir können ja sehr gerne mal bei Hart aber fair eine Diskussion genau zu diesen Themen machen, wo ich dann sehr gerne auch kommen werde, um zu diskutieren. Und da können wir gleichzeitig auch diese Experten einladen, von denen Sie sprechen. Und dann können wir ganz pluralistisch offen eine Diskussion führen, an der auch viele Fernsehzuschauer dann teilnehmen können. Und dann können wir zusammen einen Erkenntnisgewinn haben, ohne Ängste zu schüren und so weiter. Das ist hier an dieser Stelle schon mal mein Angebot, auf das ich sehr, sehr, sehr gerne zurückkommen würde, wenn es euch passt. Ja, aber jetzt gehen wir mal die E-Mail durch. Sehr geehrter Herr Barkon, im Rahmen einer Recherche für den BR24 Faktenfuchs, der Faktencheck-Einheit des Bayerischen Rundfunks, haben wir uns mit der Verbreitung von Verschwörungstheorien auf YouTube befasst. Wir sind dabei auf zahlreiche Kanäle, darunter Aktien mit Kopf, gestoßen, die sich vordergründig mit Finanz- und Wirtschaftsthemen beschäftigen. Tatsächlich aber knüpfen sie laut den von uns befragten Experten an Verschwörungstheorien wie der zum Great Reset an und verbreiten sie weiter. Nach Einschätzung der Experten zielen diese Videos auf verunsicherte Menschen ab und schüren Ängste. So, diesen Absatz, darüber müssen wir jetzt natürlich erstmal kurz reden, weil was qualifiziert eigentlich als Verschwörungstheorie und was nicht, zum Beispiel zum Thema Great Reset? Weil ich könnte ja jetzt zum Beispiel auch sagen, nun ja, auch der Faktenfuchs, wie man jetzt zum Beispiel sieht, hat ja bereits vor über einem Jahr am 28.05.21 ein Video gemacht, Klaus Schwab und der Great Reset, was passiert wirklich, Faktenfuchs? Das bedeutet, auch Sie vom Faktenfuchs haben sich ja mit Great Reset beschäftigt und haben halt gesagt, dass viele Leute dort eine Verschwörungstheorie und so weiter sehen. Und ich habe auch Videos gemacht zum Great Reset und habe dort meine Meinung zu diesem Thema preisgegeben. Das heißt, nur wenn man jetzt ein bestimmtes Thema behandelt, sieht man ja offensichtlich, ist das jetzt noch nicht direkt eine Verschwörungstheorie. Wie man aber leider in dem Video vom Faktenfuchs zum Great Reset sehen kann, war diese Beschäftigung mit dem Great Reset rein oberflächlich. Das bedeutet, man hat einfach jetzt gesagt, es gibt halt eben manche Leute, die glauben, dass durch den Great Reset eine neue Weltordnung kommt und das ist eine Verschwörungstheorie laut der von uns befragten Experten und so. Aber man hat sich eigentlich mit den darunterliegenden Fakten
und das ist ja eigentlich die Aufgabe eines Faktencheckers, hat man sich gar nicht beschäftigt. Denn dazu hätte man das eigentliche Buch einfach nur lesen müssen, The Great Reset. Und dort hätte man dann entsprechend sehr schön immer zeigen können, das sind die Fakten, das wird in The Great Reset gesagt. Und das genau haben jetzt zum Beispiel Verschwörungstheoretiker und so weiter darüber behauptet. Aber es wird in diesem Video sehr schnell sichtbar, dass die jeweiligen Beteiligten sich gar nicht mit diesem Great Reset Buch beschäftigt haben. Und deswegen weichen sie auch immer aus und müssen irgendwelche Experten ständig dazu fragen. Aber man muss doch in seinem eigenen Leben nicht ständig Experten dazu fragen. Man kann doch sich selber in der heutigen Zeit einfach hinsetzen, so ein Buch lesen und dann einfach sich seine eigene Meinung bilden. Da sind wir schon beim Thema Gefahr für die Gesellschaft. Ich finde, es ist eine Gefahr für die Gesellschaft, wenn man sich nicht mit den eigentlichen Quellen auseinandersetzt, sondern wenn man einfach über Themen redet, die irgendwo zwar gerade populär sind, weil man irgendwie Klicks braucht und so weiter, aber eigentlich so gar nicht weiß, worüber man redet. Und das Gute ist, in der heutigen Zeit, in dieser pluralistischen Gesellschaft, gibt es eben immer eine Form von Schwarmintelligenz, die dann sowas auch recht schnell bemerkt, wie man ja auch an den entsprechenden Reaktionen zum Video sehen kann, wo in den Kommentaren jetzt nicht blank einfach nur gehatet wird oder so, sondern wo ganz klar in den Kommentaren auch moniert wird, dass man sich inhaltlich viel zu oberflächlich nur damit auseinandergesetzt hat. Im Gegensatz zu meinen Videos zum Great Reset, da ich mich ja mit dem Buch und so weiter sehr viel beschäftigt habe, habe ich sehr viele fundierte Dinge dort drüber gesagt und habe auch fernab irgendwelcher Verschwörungstheorien immer richtig interessante Primärquellen gleich mit dazu genannt. Beispielsweise hier dieser Artikel von Vanity Fair, ne, über The Davos Man, über Klaus Schwab, das übrigens von einem Buch kommt, The Davos Man, von einem ganz normalen Journalisten, der schon 8-mal in Davos war, eben bei dem World Economic Forum und dort eben halt sehr viele Erkenntnisse gesammelt hat und in ein Buch zusammengefasst hat, was sich in keinster Art und Weise mit irgendwelchen Verschwörungstheorien oder so beschäftigt. Oder beispielsweise mein Hinweis damals auf den Artikel, der schon im Jahr 2000 erschienen ist, von einfach Reportern vom Wall Street Journal. Das heißt, das sind hier alles seriöse Quellen, die ich in meinen Videos zum Beispiel hier auch mitverwendet habe. Und ich wüsste jetzt nicht, wie das in irgendeiner Art und Weise ein verschwörungsideologischer Content sein muss und welcher Experte das so sehen würde. Also diesen Experten, den würde ich sehr gerne mal hier interviewen und dann soll er mir es mal einfach anhand von konkreten Aussagen, die ich gemacht habe, eben auch mal beweisen. Aber darum geht's, wie man hier auch sieht, gar nicht. Also es wird gar nicht konkret gesagt, schaut mal, in diesem Video gab es hier irgendwie eine Falschaussage, denn eigentlich ist es so und so. So funktioniert ja eigentlich kritischer Journalismus und auch eine richtige Argumentation, dass man bei jemand sagt, hey, pass mal auf, du hast jetzt in diesem und diesem Video Folgendes gesagt und ich sehe das aber anders, weil, schau mal hier, Experte XY sagt, es ist so und so. Aber dieser Vorwurf wird hier gar nicht gemacht, also diese Art und Weise, die sieht man gar nicht, sondern es wird ja einfach ziemlich frech übrigens, einfach so ein Vorwurf gemacht und dann ganz unbegründet einfach weitergeschrieben, ohne jetzt irgendwie mal wirklich konkret zu werden. Und das ist natürlich keine Art und Weise, wie sowas konstruktiv laufen sollte. Dazu haben wir folgende Fragen an Sie. Jetzt werde ich die Fragen aber trotzdem gerne mal öffentlich hier beantworten. Warum verbreiten Sie auf Ihrem YouTube-Kanal Aktien mit Kopf Videos, die an Verschwörungstheorien anknüpfen? So, wie gesagt, ich stelle hier keine Verschwörungstheorien auf, sondern ich berichte beispielsweise über spannende Erkenntnisse, über Twitter-Files beispielsweise. Das kann man mittlerweile ja alles selber nachprüfen, auch anhand von zahlreichen Quellen und so weiter, ja. Mittlerweile sind die Twitter-Files ja sogar schon im Kongress gelandet, wo eben einzelne Journalisten befragt wurden dazu und so weiter. Egal, ob jetzt die Hunter Biden Laptop-Geschichte und so. Da muss man sich halt einfach nur entsprechend auch ein bisschen Zeit nehmen und dann kann man da eben ganz einfach auch durchsteigen. Oder beispielsweise meine Videos zu unserem Kanzler Scholz, ja. Auch diese Videos zu Herrn Scholz, die stammen alle
genommen aus dem Buch dazu, ein sehr, sehr, sehr fundiertes, da haben Investigativjournalisten mehrere Jahre recherchiert dran und diese tollen Erkenntnisse wollte ich einfach als Video aufbereitet teilen, ja. Also das heißt, ich wehre mich hier ganz klar gegen den Vorwurf, ich würde Verschwörungstheorien oder so verbreiten, aber warum ich diese Videos mache, das kann ich sehr gerne sagen, weil ich ein freiheitsliebender Mensch bin, der von freier Meinungsäußerung begeistert ist und überzeugt ist, von freiem Eigentum, ja, von Marktwirtschaft und freiheitliche Werte und weil ich diese freiheitliche Werte eben in der heutigen Gesellschaft als zu niedrig repräsentiert sehe, das ist der Grund, warum ich eben mich entschlossen habe, solche Videos auch zu machen, weil es eben in der Börsenwelt halt eben sehr häufig immer nur um die gleichen Themen geht, Zinsen gehen rauf, Zinsen gehen runter, Aktien steigen, Aktien fallen und ich habe gemerkt, das ist einfach nur so ein Börsenkarussell und ja, die Börse ist interessant und wichtig, aber der Erkenntnisgewinn irgendwann, der läuft halt immer so im Kreis, ja, und deswegen will ich eben auch andere freiheitliche Themen noch unter die Leute bringen, weil ich es enorm wichtig finde, dass wir freie Bürger haben und ich wüsste jetzt nicht, warum das irgendwie für die Gesellschaft schlecht sein sollte. Im Gegenteil, ich glaube, es ist sogar überaus positiv. Zumindest wenn ich mir jetzt zum Beispiel auch die zahlreichen Kommentare, die ich täglich bekomme und Nachrichten und E-Mails von Tausenden von Menschen mittlerweile, egal ob es jetzt gesundheitsbezogen ist, aktienbezogen ist oder in irgendeiner anderen Art und Weise bildungstechnisch bezogen ist, ich bekomme manchmal Nachrichten von Leuten, die mir seit 10 Jahren irgendwie folgen und sagen, ich habe sie sehr stark geprägt in ihrem Leben und sie haben sehr viel Wissen dadurch aufsaugen können und sie haben sehr viel dadurch auch erreicht und so. Und ich wüsste jetzt nicht, warum das jetzt unbedingt schlecht für die Gesellschaft sein sollte. Aber das weiß natürlich der Faktenfuchs, ja. Welche Zielgruppe möchten Sie mit Ihren Videos ansprechen? Natürlich Leute, die sich auch auf Eigeninitiative eben auch für genau solche freiheitlichen Themen interessieren und die auch vor allem den Eindruck haben, dass sie viele Dinge, die resonieren mit dem, was ich sage, wo sie glauben, hey, ich sag jetzt zu einem kontroversen Thema eben eine Meinung, wo sie jetzt zum Beispiel der Meinung sind, dass sie diese Meinung in ihrem aktuellen Umfeld lieber nicht sagen, weil sie beispielsweise aufgrund des Arbeitgebers oder anderen Dingen deswegen dann diffamiert werden könnten oder so, die aber trotzdem auch eben ähnliche Werte vertreten, wie zum Beispiel ich, nämlich einerseits freiheitliche Werte, auf der anderen Seite eben auch, dass man seine Meinung frei und so weiter sagt und dass man eben gleichzeitig auch marktwirtschaftliche Prinzipien und so weiter vertritt, die immer auf Freiwilligkeit beruhen. Genau übrigens wie dieses Geschäftsmodell, was ich hier auf YouTube mache, was ebenfalls zu 100% auf Freiwilligkeit beruht. Aber dazu kommen wir gleich noch. Sie haben ursprünglich vor allem Videos mit Finanz- und Anlagetipps gemacht, sind in den vergangenen Monaten inhaltlich aber stark auf Videos mit verschwörungsideologischem Inhalt umgeschwenkt. Warum? Ja, also diese Frage habe ich ja gerade eben schon so ein bisschen beantwortet eigentlich, da muss ich jetzt nicht nochmal näher drauf eingehen. Das Unternehmen Scalable Capital hat seine Zusammenarbeit mit Ihnen aufgrund dieser Inhalte beendet. Ja? Das ist ziemlich interessant. Ich weiß nämlich gar nicht, wo ich das irgendwo vorab nämlich geäußert hatte. Mich würde es mal sehr stark interessieren, woher der Faktenfuchs weiß, dass Scalable die Partnerschaft und so beendet hat. Das ist zwar korrekt, aber das war eine komplett freundschaftliche Beendigung dieses Partnerschaftsverhältnisses. Sie haben einfach gesagt, sie möchten halt eben eher neutral bleiben, was ich durchaus absolut okay finde. Was ich nicht okay finde, ist, wenn Partner mir meine sozusagen Partnerschaft kündigen, auf eine Art und Weise, die höchst unprofessionell ist, was leider auch vorgekommen ist, wo man dann einfach eine Mail schreibt, obwohl man sich eine Woche vorher noch über eine intensivere Zusammenarbeit ausgetauscht hat und dann auf einmal kommt eine Mail ohne Begründung und so weiter, zack, zack, bumm, fertig, so. Und das ist immer eine Sache, die ich nicht mag. Und das ist auch übrigens eine Sache, für die ich auch stehe und warum ich auch unter anderem solche Sachen mache, ja. Ich habe viele Partnerschaften und viele Leute, mit denen ich seit Jahren zusammenarbeite, die ich jetzt auch nächste Woche wieder treffe auf der Invest und so. Und eine Sache kann ich immer wirklich immer wieder sagen, ja. Menschlichkeit ist das A und O, dass man miteinander offen kommuniziert, auch wenn es Differenzen und so weiter gibt, ja. Aber Scalable Capital, gegen dieses Unternehmen habe ich überhaupt gar keinen Groll und so. Da haben wir uns einfach ganz normal partnerschaftlich dann halt, sie haben sich von mir getrennt. Ich wollte diese Trennung zwar nicht, aber mich würde es interessieren, woher diese Information jetzt direkt zum Faktenfuchs geleakt wurde. Ja, das würde mich mal sehr stark interessieren. Ja, und mich würde auch interessieren,
ob der Faktenfuchs meine anderen Partner anschreibt oder angeschrieben hat, um diese unter Druck zu setzen, auch ihre Partnerschaft mit mir zu beenden. Das würde mich auch brennend interessieren, weil das ist dann schon eine Art und Weise, die ich zum Beispiel nicht so schön und nicht so toll finde. Ja, wenn man andere Leute unter Druck setzt und sagt, hey, passt mal auf, wir vom Bayerischen Rundfunk, wir recherchieren jetzt hier gerade und es wäre vielleicht auch sinnvoll, wenn sie auch die Partnerschaft hier beenden würden. Diesen Vorwurf mache ich jetzt an dieser Stelle nicht, aber wenn es der Fall ist, dann würde ich das gerne mal wissen, weil das finde ich halt eben nicht okay, ja. Könnt ihr dann ja bei eurem Video zu diesen Verschwörungstheorien gerne auch dann beantworten, diese Frage. Die von uns befragten Experten sehen in derartigen Videos, wie ihr Kanal sie veröffentlicht, eine Gefahr für die Gesellschaft und aufgrund der Monetarisierung der Videos außerdem ein Geschäftsmodell. Wir geben ihnen hiermit die Gelegenheit, dazu Stellung zu nehmen. Ja, also die geben mir halt die Gelegenheit, eben halt einfach mich zu rechtfertigen irgendwie für das, was ich jetzt irgendwie mache. Aber diese Mail ist ja ein kompletter Witz. Das ist ja ein komplettes Vorwurfsschreiben. Das ist halt so, wie jetzt würde ich sagen, jetzt würde ich denen eine Mail schreiben und würde sagen, warum verbreiten Sie mit Ihrem Faktencheck zum Great Reset oberflächliches Grundschulwissen auf einer absoluten Halbwahrheitsbasis, ohne sich mit den Quellen auseinanderzusetzen? Bitte beziehen Sie Stellung. Ja, also will man jetzt da konstruktiven Diskurs oder nicht? Aber jetzt nochmal zurück zu den Experten, zu dem gesellschaftlichen Mehrwert oder zu dem gesellschaftlichen Schaden angeblich, ja, und zu dem Geschäftsmodell. Wisst ihr, was ich als gesellschaftlich gefährlich finde? Ich finde es gefährlich, wenn man andere Meinungen versucht zu unterdrücken, indem man sie als gefährlich darstellt. Das ist eine Sache, die man zunehmend beobachten kann in der heutigen Zeit aktuell, dass man zum Beispiel, wenn man anderer Meinung ist als andere Menschen, also ich bin sehr häufig anderer Meinung als zum Beispiel viele Leute, die ja so grün und links und so weiter sind und so, ja, und die sagen so, ja, wir wollen jetzt die ganze Umverteilung und so weiter. Das ist übrigens auch einer meiner Kritikpunkte an Great Reset und Klaus Schwab, dass er in seinen Büchern schreibt, offiziell, die liberalen Werte sollten abgeschafft werden und Neoliberalismus und so weiter ist alles schlecht und es sollten massive Umverteilungen und so weiter stattfinden, die aber, ja, wie man ja immer wieder in der Praxis sehen kann, dann für ihn anscheinend nicht zu gelten scheinen. Das ist eine meiner Hauptkritiken und da sehe ich das inhaltlich und so weiter immer komplett anders. Ich würde aber nie auf die Idee kommen, zu sagen, dass jetzt die Meinung eines einzelnen Menschen so gefährlich ist, dass sie unterdrückt werden sollte oder so. Im Gegenteil, ich sage nur, diese Meinung kann ich gefährlich finden und dann sage ich, wehrt euch dagegen, indem ihr anders lebt, ja, indem ihr eine andere Meinung dagegen haltet. Das bedeutet Pluralismus, dass man halt um die Meinung und um die Gunst der anderen Menschen kämpft, indem man die besseren Argumente hat. Darum geht es. Und zwar nicht, indem man sagt, diese Meinung oder das ist jetzt gefährlich und deswegen versuchen wir das irgendwie als ein unseriöses Geschäftsmodell irgendwie darzustellen, damit es dann irgendwann offiziell bei Wikipedia irgendwie steht oder in irgendwelche Community-Richtlinien übernommen wird und so, damit dann diese Videos entmonetarisiert oder sogar gelöscht werden, weil das ist nämlich genau die Richtung, wo ich glaube, wie das Ganze hier nämlich hingehen soll, ja, dass man so offiziell das irgendwie darstellen kann, als wäre es so gefährlich, dass es jetzt gelöscht gehört und so. Und das finde ich gefährlich, ja. Was ich auch gefährlich finde, gesellschaftlich, ist immer dieses Kontaktschuldphänomen. Das bedeutet, nur weil es jetzt zum Great Reset sicherlich auch manche Verschwörungstheorien gibt, wie zum Beispiel Klaus Schwab hätte diese ganze Pandemie von selbst irgendwie geplant und hat deswegen auch dann sofort das Buch geschrieben und so. Das ist eine Sache, die ich niemals behauptet habe. Ja, das kann jeder von sich aus privat gerne denken oder kann es auch sagen. Ich halte mich immer an die Sachen, die eben schon passiert sind und die belegbar sind, wo was ich mir privat irgendwie dazu denke. Das ist eine ganz andere Sache, die ich hier an dieser Stelle aber dann zu diesem Thema gar nicht geäußert habe, ja. Und nur weil jetzt irgendjemand anders zu diesem Thema so eine Verschwörungstheorie aufstellt und ich zum gleichen Thema ein Video mache und dann versucht man mit dieser Kontaktschuld zu sagen, ja, weil der das gemacht hat, ja, und du das jetzt auch gemacht hast, du sagst zwar was ganz anderes, aber weil es ja das gleiche Thema ist, ist das jetzt verschwörungsnah oder so. Das finde ich extrem gefährlich. Das sieht man auf meiner Ebene, das sieht man auch bei Sarah Wagenknecht und vielen anderen Leuten in der heutigen Zeit, ja. Nur weil sie ein Statement gemacht haben oder sich zu einem Thema geäußert haben, zu dem es potenziell irgendwo eine Verschwörungstheorie gibt, ja. Deswegen rückt man diese Menschen jetzt in die Nähe, also man gibt ihnen diese Kontaktschuld, du bist jetzt ebenfalls schuld daran und das ist selber höchst unwissenschaftlich und überhaupt nicht debattenfördernd. Und im Gegenteil, das finde ich
eigentlich sehr gesellschaftlich schädigend. Gerade wenn man jetzt auch noch mal auf das Thema Geschäftsmodell und so weiter zu sprechen kommt. Ich wüsste nicht, warum etwas, was auf beidseitiger Freiwilligkeit beruht, ja, wo also Menschen sich freiwillig dazu entscheiden, so ein Video anzuschauen. Dieses Video können Sie, jeder von euch Zuschauern kann meine Videos auch kritisieren und kann sie auch disliken und ich sehe das dann, ja. Und kann, oder ihr könnt euch den Bring Back Dislike Button selber installieren, dann seht ihr selber öffentlich die Dislikes wieder und so weiter, ja. Jeder kann das selber tun und kann mich kritisieren und so weiter, wenn er das gefährlich oder wenn er das schlecht und so weiter findet, ja. Und wenn es inhaltsbezogen ist, dann reagiere ich eben auch entsprechend darauf, ja. Oder wenn ich irgendwo Fehler und so weiter gemacht habe. Aber das beruht alles auf Freiwilligkeit. Wo ist da jetzt bitte die Gefahr für die Gesellschaft? Und das gerade von einer Institution, deren Geschäftsmodell ja nicht auf Freiwilligkeit beruht, oder? Ja, also in eurem Fall habe ich ja nicht das Recht zu sagen, die Qualität entspricht nicht mehr dem, was ich eigentlich gerne wünsche und deswegen möchte ich mich jetzt hier rausziehen. Also manche Leute probieren es ja immer wieder, die wandern dann in Knast, wie wir ja gesehen haben. Der Julian Reichelt versucht es ja auch gerade, bin mal gespannt, wie das Ganze ausgeht, weil er ja keine GEZ-Gebühren und so weiter mehr zahlt. Aber dieses Geschäftsmodell beruht ja nicht auf Freiwilligkeit, sondern auf Zwang. Und wie will man jetzt aus der Position, aus der Zwangsposition bei jemand anderen, dessen Position auf Freiwilligkeit beruht und dessen Modell auf Freiwilligkeit beruht, sagen, das ist jetzt die Gefahr. Also das ist eine blanke Realitätsumkehr, die, denke ich, auch jeder mittlerweile sehr einfach auch versteht. Selbst jemand, der jetzt zum Beispiel auf Grundschulniveau Videos für Leute Videos erstellt. Ja? Und von daher ja, kann ich nur sagen, ich möchte hier ausdrücklich widersprechen dieser Mail und ich distanziere mich von jeglicher Art von Inhalt, die hier irgendwie gemacht und auch von jeglichen Vorwürfen, die hier gemacht wird. Aber ich finde, ihr hattet hier dieses Statement auch von mir dazu verdient. Und deswegen war das jetzt hier einfach mal ein etwas längeres Video dazu, um meine Meinung dazu zu schildern. Bin gespannt, was ihr dazu sagt.